Ich laufe immer den Weg jetzt hier vorne lang. Hier kommt man vom Strand. Ah ja, okay, da ist der Strand wieder. Wenn ich jetzt hier lang laufe, dann führt das an dem anderen Fluss entlang. Boah, hier ist eine Lichtung, ey. Da ist ein Hase. Ich hab den Hasen! Ich hab den Hasen! Oh, sau geil. Oh, ich hab ihn! Jetzt gibt's was zu speichern. Ey, die Lichtung hier ist Gold! Wo ist der nächste Junge? Ich bin der Hasenmann. Ja. Hasemann. Da. Oh Mann, ich bräuchte echt so was wie so einen blöden Pfad oder so, weil ich bin so, also so müde, dass ich jetzt auch nicht mehr rennen kann. Hasenmörder. Ja, irgendwie Schlaf wäre gut, ne? Ah, jetzt ist schon wieder so eine Wolke. Ich dachte, es wird schon wieder dunkel. Oh, hier sind rote Bäume. Das sind andere Bäume, als wir haben. Bin gar nicht. Also die Insel ist ja riesig, ne? Also Hasen kann man irgendwie gut verfolgen, glaube ich, aber nur mit voller Ausdauer. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder was zu Essbares für mal kurze Zeit, aber ich weiß nicht, wie lange so ein Hase hält, ne? Das ein Fleisch wird wahrscheinlich nicht viel machen. Das, wenn das so ein rohes Fleischding ist, dann ist das dieselbe Menge wie so ein Eichhorn. Also so ungefähr 10%. Ist nicht die Welt. Ich nehme jetzt nochmal die Blaubeers hier mit oder Heidelbeers. Das ist ein Reh! Komm zu mir! Ich hab einen Grill. Oh, ich hab's erwischt. Das rennt mit meinem Speer durch die Gegend. Bleib hier jetzt! Entschuldigung! Es war nicht so gemeint. Da ist eine ganze. Oh, das sind viele Rehe. Soll ich mal zu dir laufen und versuchen mitzujagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann, der hat meinen Speer mitgenommen in seinem Körper. Oh. Warte, da ist er. Ich laufe ihm hinterher. Vielleicht gibt er irgendwann auf. Ich meine, so ein Speer ist ja auch nicht so angenehm, um da einen Halbmarathon hinzulegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der läuft davon. Gib meinen Speer her! Der war teuer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen die Eingeborenen auch noch! Gib den jetzt her! Ich will ihn wieder haben! Hallo! Ich hoffe immer noch, das Reh gibt auf irgendwann. So, Kevin und ich haben gerade mal hier die beiden Holzspeicher komplett gefüllt. Ah, sehr gut. Kannst du ihn mal nochmal zum Fischen schicken? Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, der läuft aber so schnell weg von mir und ich kann ja nicht laufen. Wo ist er jetzt hin? Zu den Baumstämmen. Ich gehe ihm gerade hinterher und wenn er mit dem Stamm zurückkommt, quack ich ihn mal an. Hey, Kevin, hallo. Gib mein Speer her! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Der blöde Penner rennt die ganze Zeit und ich kann nicht rennen. Ich komm den nehme ich nicht hinterher. So, jetzt ab. Get. Fish. And drop hier. Bin ich denn zum Henker? Oh Gott, Zappes, ich bin super weit weg. Ich glaube, ich mache mir einen neuen Speer. Ich glaube, das hat keinen Wert. So, jetzt habe ich ihm gesagt, er soll fischen. Und das Einzige, was er macht, ist mich doof angucken. Ja, aber immerhin, ja. So, was brauche ich für einen Speer?
Duct Tape. Ich habe übrigens gerade was festgestellt. Ich habe mein Problem mit dem Laufen gelöst. Heißer Tipp, während man kriecht, kann man nicht laufen. Ah. Ich mache mit 9 Speer. Also mit 2 Speeren, ja, wäre das eigentlich eine gute Sache gewesen. Ich glaube, mit 2 Speeren hätte ich das erwischt. Das Tier. So, also wo ist Zabbis? Da ist Zabbis. Vielleicht kriege ich auf dem Weg noch einen Hasen oder sowas. Was? Oder ein Fischen Eichhörnchen. Beim Fischen ist unser Kumpel völlig wertlos. Ja, ich habe es befürchtet, dass bei uns einfach nichts gibt. Weggerannt. Ich glaube, ich habe es nicht erwischt. Wo ist es hin? Da ist es. Erwischt! 2 Eichhörnchen, 1 Hase ist die aktuelle Ausbeute. Aber ich weiß nicht, ob ich es nach Hause schaffe oder ob ich vorher einfach an Unterernährung sterbe. Vielleicht finde ich noch irgendwo Bären, die ich essen kann. Das, dann halte ich noch ein bisschen durch. Gibt es irgendwas Spezielles mit dem Holz, was ich irgendwie machen soll? Das Zeug schon mal zu Brettern verarbeiten oder so? Du kannst schon mal mit 2 Holzstämmen in der Hand hingehen und die Decke reinziehen oder die Wände oder sowas. Wände müssen erst reingezogen werden und dann schlägt man quasi aus der Wand wieder so ein Stückchen raus. Okay. Ah ja, verstehe. Ah ja. Ist den Vogel wollte ich noch. Ein intuitives Bausystem. Ey, da könnte so manches andere Spiel sich die Folge von abhören. Ohne Witz. Ah, ich bin da. Ich habe das Lager wieder gefunden, was unsere Kumpels hier so gerne bewohnen. Mach mich mal dünn. Also das, was ich gerade bei dir auf dem Stream gesehen habe, sah aber nicht aus wie das fiese Lager. Ich weiß nicht, ob das war, aber es war auf jeden Fall. Nein! Ich hab's einmal erwischt, dieses Reh. Und dann hatte ich keine Ausdauer mehr, um's gänzliche zu erwischen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich muss mal was essen. Wenigstens so ein paar Heidelbeeren oder sowas. Besser als gar nichts. Weil sonst ist das mit der Ausdauer auch wieder so ein Ding. Das will mich doch ärgern. Jetzt läuft das Reh an mir vorbei, während ich eine Heidelbeere esse. Weg gefunden. Bin nicht mehr weit von dir entfernt. Sehr geil. Oh nein, ich wollte das nicht essen. Glaube ich. Nee. Ich sehe unser Haus schon. Ich seh dich schon. Ach, Zappes, du bist das. Ich habe ja auf jeden Fall einen Haufen Pilze oder sowas. Ich hab Fliegenpilze ohne Ende. Also wenn wir noch eine kleine Party feiern wollen, ja.
Ich höre auf jeden Fall, da kommt einer. Vorsicht. Nächster Hase. Ich habe wieder einen erwischt. Ich brate jetzt mal ich mache mal zwei Hasen startklar und brate dann. Oh, du hast Campfire aufgewertet. Das ist ja cool. So, pass auf, Zabes, komm mal ran. Jetzt gibt's erstmal Machare. Da ist ein schwarzer Gollum, der hinter mir herhopst. Ja, aber wir brauchen was zu essen, weil sonst, weißt du, sonst wird das doch nichts. Also, ich gebe jetzt. Ich bin gerade etwas vorsichtig gewesen, bevor ich gegen den Rücken zuwende. So, pass auf, ich hänge mal die anderen zwei Fleisches. Hänge ich da mal ran. Und am Feuer liegt jetzt hier Fleisch. Warte mal, das braucht noch ein Schlückchen. Glaube ich. Oh, das zieht sich ein bisschen. Das sieht aber lecker aus. Schon, ne? Also ich glaube, gebraten könnte das richtig gut sein. So, ne? So ein kleines bisschen am Hase. Ja. Oder eine ist schon fertig. Jetzt sind beide fertig. Nimm mal eins. Nimm mal das andere. Vielen Dank. Ja, gerne. So, da ist es im Inventar. Essen. Halb voll. Und wir haben noch zwei Fleisch an der Trocknung hängen. Also Hasen sind offensichtlich schon mal gut. Nimm Gegenstand. Welchen Gegenstand denn? Achso, kein Gegenstand. Da ist einer, Vorsicht. Haust du ab? Moment. Haust du beide ab? Macht euch dünn, Jungs. Hier gibt's nichts gratis, ja? Die Unbewaffneten, wie gesagt, die kann man ziehen lassen. Das ist okay. Die Bewaffneten, die sind was anderes. Aber die Unbewaffneten, die sind nicht so schlimm. Komm, zieh Leine jetzt. Ja, geht ja zu wie auf dem Schulhof hier. Au, hey, aufwärts. So nicht, ja. Au! So, jetzt aber. Sind wir jetzt endlich zufrieden? Sind wir zufrieden jetzt? Der windet sich hier noch ein bisschen. Der Kelvin ist auch der Geilste. Während ich hier rumrenne und Baumstämme trage, sitzt der am Lagerfeuer und brüllt. Der andere robbt schon weg. Lass den mal wegrobben. Also wenn der Typ jetzt hier, der ist schon ziemlich durch, ne? Oh, war das ein Hase? Ja, der war da, der ist schon tot. Ah, das war der, den ich ausgenommen habe. Wollte noch nicht. Kevin kann man aber nicht zur Jagd schicken. Oder vielleicht nur dann, warte mal, ich gebe ihm mal, kann ich ihm einen Speer geben oder sowas? Ja, gar nicht so ungeil, wenn du das könntest. Vielleicht kannst du ihm den auch einfach in den Rucksack legen. Jetzt mal Kevin. Nimm Gegenstand. Nee, kann ich nicht. Ich kann ihm irgendwas geben, aber nicht das. Aber es macht nichts. Ich fange jetzt schon mal hier an, Dach reinzuziehen. Das wäre gut, dann können wir heute Nacht vielleicht schon schlafen. Ich weiß nicht, ob wir da drin einfach so schlafen können. Vielleicht brauchen wir noch sowas wie ein Bett oder so. Ja, ja. Wenn das Haus erstmal steht, dann. Mal schauen. Wird schon. Nach vorne raus zum Wald wollen wir unseren Ausgang machen, oder? Wie dir das am besten gefällt. Mach ich mal hier eine Tür rein. Hey, warte mal hier. Da kommt wieder einer. Ist jetzt gut oder was? Was ist denn hier? Hört auf, den Kevin zu schlagen, Mensch. Schluss jetzt. Da ist jetzt Ruhe, ja? Da ist jetzt Ruhe.
Weg jetzt. Raus aus der Hütte. Wir brauchen nur ein Bett. Okay, dann baue ich ein Bett als nächstes dann. Kann ich ein Bett einfach so bauen? Random craften oder so? Warte mal kurz, ich schau mal. Ist das das da? Bett aus Stöcken. Ja, nice. Ich weiß nicht, wo da vorne und hinten ist, ne? Aber das weiß, das ist egal, glaube ich, oder? Ich weiß auch schon nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Niemand kann das wissen. So, ich baue noch eins. Braucht auch ungefähr 5 Milliarden Stöcke, ne? Jetzt aber, du bist ja hier, du hast ja Kumpels hier. Weg jetzt! Fort jetzt! Los jetzt! Nach Hause! Ab! Oh, da ist ein Digger. Oh, Kumpel. Der hat einen Stock in der Hand. Ich hab eine Keule in der Hand. Schauen wir doch mal, was geiler kommt. Hau ihm! Hau ihn! Vorsicht! Warte. Warte, Zappes, ich hätte dich retten können. Man kann gerettet werden. Ja. Oh fuck, und jetzt bin ich natürlich wieder in der Arschlochsiedlung. Oh, aber die sind alle ausgeflogen. Ja, die sind alle hier. Der läuft gerade durch unsere Bude durch. Beschäftige die, ich klaue denen ihre Ansiedlung hier leer. Die werden doch bestimmt was zum Essen haben. Schau mal. Kevin. Der hat keine Motorsäge, der hat eine E-Gitarre. Eine E-Gitarre? Ja. Scheiße. Was denn? Nee, noch nicht. Ich dachte, er kriegt mich, bevor ich mein Zeug einsammeln kann. Ja. Ey, der haut unser Haus kaputt! Hier ist weglaufen von dem digitalen Typen noch ein Eichhörnchen mitgenommen. So nicht, Junge. So nicht. Okay, Kevin holt Stämme. Ja, da ist der nächste. Ich habe gleich die ganze Siedlung ausgelöscht hier. So, Kumpel. Ja, völlig geil. Ja? Ja, weil der E-Gitarren-Typ gerade eben irgendwo auf der Suche nach mir ist, ist er nicht mehr in der Siedlung. Ach Quatsch, okay. Aber ich bin in der Siedlung. Oha, nee, E-Gitarren-Typ ist hier. So, jetzt reicht's mir. Das nicht abspitzen oder so? Ja, toll. Das war ja eine super Idee. Nochmal. Und jetzt? Das ist ja blöd. Ich dachte, ich kann die genauso abzwicken wie die anderen. Das geht schon mal nicht. Gut, das
Jetzt schauen wir mal, wie. Hey, jetzt bist du bist ja wieder da. Kalle! Ich bin gerade schnell hier runtergelaufen von dem digitalen Muckel. Ah, okay. Nimm mir erstmal einen Schnitzel. Ja, ich habe gerade noch ein Eichhörnchen mir unterwegs gejagt und gerade sein Innenleben. Oh, du hast Betten gebaut, schön. Ja, eins steht schon. Aber wir sind noch an Arbeit, ja. So. Ja, wo? Hallo? Entschuldigen Sie? Dieses gelegentliche Rumkreischen von denen, ne? Das ist. Ja, ist ein bisschen anstrengend, ne? So, Bett Nummer 2 habe ich auch mal eben fertig gemacht. Da kommt einer, Vorsicht, komm rein. Die Keule haut rein, ne? Sehr geil, aber extrem langsam. So. Ah, jetzt kann ich die speichern. Neuer Speicherstand. Okay, geil. Wir sollten aber wirklich jetzt auf die Nacht warten und die Nacht dann überspringen. Das ist ein bisschen angenehmer, glaube ich. Also ich sollte jetzt nicht speichern, meinst du? Speichern kannst du, aber diese Schlaffunktion, die können wir dann... Warte mal, kann ich das jetzt wieder rausnehmen? Ja, geil! Das hält jetzt hier, guck mal. Und hält das auch? Das hält auch! Ja, wie mega gut ist das denn einfach? Wie ich schon sagte, so manches Spiel könnte sich da... Ja, aber ohne Ende, ey. Wir haben eine Tür. Mach dich fort. Fort jetzt. Ja, ja. Sag ich auch immer früh. Aber mir hört keiner zu dabei. So. Sind das jetzt für ein Geröchel? Ja, die haut schon ab. Vielleicht sagst du ihren Kumpels, dass es hier nicht so nett ist. Mach dich weg, sonst quer. Hey, was ist denn hier los? Oh, das war einer zu viel. So, okay, jetzt aber. Zappes, wir brauchen wieder was zu essen. Gott, also ich habe das Inventory voll mit Blaubeeren und Lachsbeeren und irgendwelchen Blumen, aber nichts Gescheites. Tech, wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch ein Bildchen finde, aber. Ja, aber es geht jetzt auch auf den Abend zu. Also, vielleicht haben wir noch irgendwas, was wir. Also, wir haben noch zweimal Fleisch da. Das sollten wir auch dann essen. Ich bin auch praktisch voll tatsächlich. Also, ganz offensichtlich bringt das gebratene Fleisch erheblich mehr als das getrocknete. Ja. Aber vermutlich hält sich das getrocknete länger. Da ist ein Hase. Wo findest du hier gerade Tiere? Ach, da hinten. Ah, okay. Erwischt. Warum riecht das Ganze lecker nach gebratenem Fleisch? Ja. Der Zwerg in der Kombüse verfeinert das Gemüse, ja. Noch ein Hase? Mist, ich hab ihn nicht erwischt.
Weidenröschen, okay. Irgendwo hier ist er dann abhanden gekommen, der Gute. Ich finde die Lichtstimmung in dem Spiel großartig. Gerade nach einer Woche extrem Valheim finde ich auch die Texturen fantastisch. Ja. Sie sehen nicht aus wie der Arsch von Roberto Blanco. Ja. So. Ich verdünnisiere mich hier mal. Ich finde hier lauter Pflanzen, die wir mitnehmen können. Ich nehme die auch mal alle mit, was ich tragen kann. Ja, mach ich auch mal. Weil wer weiß, was. Ach, das ist die Lichtung, wo ich den letzten Hasen erlegt hatte. Hier ist eine echt schöne Lichtung. Da bist du auch gleich, glaube ich. Ja, und dann, wenn wir die Nacht mal durchschlafen, ich glaube, dann was essen, was dann mal durchschlafen, ich glaube, dann regenerieren wir uns auch ein bisschen, ne? Ich gehe davon aus. Ey, Leute, lasst mich in Frieden, ja? Ich gehe hier nur auf die Jagd, ich weiß ihr auch, aber ihr wisst, wie es ist, ne? Boah, guckt euch das mal an. Wie geil, einfach. Einfach schön. Wenn die letzten Lichtstrahlen, die so durch den Wald huschen. Ach. Was ist das hier? Chicorée. Ey, wir können demnächst mal ordentlich eindopfen, du. Menno, ich würde gerne mal irgendein Tier zu jagen finden oder so, aber irgendwie. Es muss daran liegen, dass ich nach Katze rieche. Bitte? Was ist denn das passiert? Liegt an den zwei Katzen hier im Haus. Ach so. Das verstehe ich. Ey, ich werde langsam umzingelt von Einheimischen. Au. Ich geh mal los. Ich komm mal zu dir gerade, Zabis. Vorsicht, hinter mir sind welche. Wer ist zu dir? Oh, nur die kleine Armbrust. Warte, bleib mal stehen. Liegt der Zappes? Ja, Zappes lebt. Ah, muchas gracias, señor. Aber Vorsicht, du hältst nicht viel aus. Oh, guck mal, hier ist nochmal eine Schafgabel. Okay. Vorsicht! Schluss jetzt.